Ich dachte, ich bin jetzt endlich mal hier draußen. Och Mann, ey, fickt euch doch, ey. Ehrlich, ich gehe da wieder runter, ist mir auch scheißegal. Meine Güte. Ey, die Typen haben doch nicht mal alle. Und dann kommt wieder ein Walk in eine Walk? In a Walk! Mann, ey, diese dummen Kackviecher, ey. Ich glaub, ihr habt sie nicht mal. Das sieht ja doch mal ganz interessant aus hier, ne? In a Walk? In a Walk? In a Viecher? Viecher mit was? Ah! Süchtiger Typi! Hallo, süchtiger Typi, ich werde dich verkloppen, weil du einfach so schlecht bist. Du bist aber auch schnell, ne? Du bist echt fix. Die sind fix auf dem Bein, die Kerle. Na gut, du hast Lock, da bin ich eigentlich ehrlich gesagt echt glücklich drüber, dass ich nicht durch jede Tür. Keypad. Oh. Wow, wo kommst du denn her? Alter, jetzt mal ehrlich, wo kommst du her? So. Hör auf, so süchtig hier rumzulaufen. Jau! Jau! Tot. Jetzt schon, der hat ja nur zwei Schläge gebraucht, irgendwie. Ja, gucken wir mal, wo wir die das Keypad finden. Beziehungsweise die Nummer. Hier ist Coffee. Okay, Coffee haben wir hier und ich schätze, ein PC muss ich doch was machen bestimmt, oder nicht? Habe ich irgendwas übersehen? Guck auf den Boden gucken, Matthias. Auf den Boden gucken. Da! Danke für euren Tipp, ey. Ich hätte schon wieder nicht gesehen. Meine Güte, ey. Ich bin echt anstrengend, ey. Ich würde mir selber echt nicht zugucken wollen. So, something is blocking the door. Ja, von mir aus. Hallo? Das ist kein Spiegel! Das ist ein Spiegel. Ich hasse Räume mit auf der Seite ist aber ein Seil befestigt. Auf der anderen Seite. Okay. Der Seite ist ein Seil befestigt. Halt mal. Das ist gar nicht der Raum. Das ist ein anderer Raum. Das sieht auf den ersten Moment so aus. Okay, alles klar. Wie machen wir das denn? Dann kriegen wir das Ding halt. Und da liegt auch, glaube ich, irgendwie was Wichtiges, dass wir brauchen einen Schlüssel oder sowas. Naja, da kommen wir wohl später drauf zurück. Erstmal, maybe I can set this on fire. Ah! Okay. Vielleicht werde ich drauffeuer? Okay, drauffeuern bringt nichts. Ah, Mann, ich Idiot! Oh, Mann. Oh, so viel zu dem Magazin. Das hast du ja ganz toll gemacht, ey. Dumme automatische Reaktion. Oh, Kacke. Na gut, sollte das dann halt so sein. Oh man, das regt mich auf. Jeff, welcome to the team. I'm your supervisor, has already gone over the basics. Okay, but here are a few things you want to know. This cave is wet, cold and filled with puddles. Watch your step. Cigarette breaks every 2 hours, most important. Okay. The supervisor is a dick. Remember the code to section D. You're going back and forth all the day, so you need to memorize it. The code is 279. The last one is covered in ink. I can't read it. 279. Ja, das soll ja das geringste Problem sein. 279 und dann irgendwas noch. Ja, das müssen wir halt dann herausfinden, würde ich mal sagen, ne? Das ist ja die eine Nummer. Maybe our concept is on fire. Ich habe ja aber kein Feuerzeug oder sonst was. Dann lassen wir das erstmal so stehen, würde ich sagen. Dann versuchen wir erstmal die Nummer rauszugeben. Wir kommen gleich wieder überrascht. Irgendwas Süchtigen. Nein, wir haben ja genug Sachen dabei, diese 279. Hier ist, hier sind ja Flammen. Aber ich glaube, ich kann die nicht benutzen. Das ist das Problem. 279. 2795. 2791. 2792. Okay, geht doch. Hätten wir das. So, rein da. Ja, die eine Nummer kann man ja ruhig herausfinden. Das ist ja nicht das Problem. Komm jetzt nicht. Ja, lasst mich krabbeln. Lasst mich ruhig krabbeln, das ist von mir aus alles okay. Aber nee, beim ersten Mal nicht. Beim ersten Fall kommt immer eine Pistole nehmen. Matthias, das solltest du wirklich tun. Hallo! Ich hab gehört, du bist richtig! Stirb! 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 Wichser, ey. Okay, Krabbelviecher, da ist gleich ein ganz böser. Da links um die Ecke. Da, seht ihr, ich hab's doch gesagt. Das ist ein ganz böser. Ah, hallo! Okay. Okay. Kloppen, kloppen, kloppen. Kloppen und tot sein. Sehr gut. So macht man das. Ihr sterbt einfach und ich krieg dafür a Box of 9 Shells. Okay, ich schätze mal, jetzt kriegen wir bald eine Schrotflinte, wenn das so weitergeht. Wenn wir schon Munition geben für eine Schrotflinte, dann sollte ich auch mal bald eine Schrotflinte bekommen. Da kommt er wieder. Bläh. Work? Nicht? Gleich um die Ecke nochmal? Guck, guck. Ach, da. Okay, da kommen so die. Da kommen zwei von euch. Ja, ihr seid aber zu dumm und kriegt mich hier nicht. Kannst du ja gerne versuchen. Ich klopf dich und du klopfst mich nicht, weil ich habe die größte Reichweite. Du bist zu dumm dafür. Ich bin anders durch die. Die haben beide in die Fresse, Alter. Da.
So. Ja, ich weiß, man kann super mega Kim und Korn benutzen. Das ist auch ganz witzig. Naja, jetzt sollen wir einfach mal Futter rausziehen und wir finden ein Feuerzeug. Und du Typ hast eine Schrotflinte dabei. Inventory ist voll. Heißt, das Messer müssen wir immer dabei haben. Leiter kann wie. Heißt, ich kann sie wieder die Pistole wegschmeißen und ich schmeiß das andere Kackteil weg. Schwere Wahl. Schwer. Ich schmeiß die Pistole weg. Ich schmeiß die Pistole einfach erstmal weg. So, weg damit. Lass die Pistole fallen. Lassen wir die Pistole weg und wir nehmen jetzt die Schrotflinte mit. Machen wir einfach. Wir sind so cool, wir wagen uns das einfach mal. Vielleicht ist es auch einfach komplett bescheuert. Kann ich Schrotflinte und... Nee, das geht nicht. Okay, alles klar. Das haben wir schon fast gedacht. Heißt, entweder Schrotflinte... Das wird sich das mit Licht natürlich ganz viel schwerer machen. Also jetzt wird das so eine Sache für sich werden. Wir werden dann bestimmt wieder erschreckt werden von denselben Sachen wie vorher, weil wir gleich wieder... machen und da kommen sie wieder. Gleich um die Ecke bestimmt ganz böse. Ganz links. Da ist keiner. Okay, alles klar. Hier kommt aber eh gleich noch einer. Ey, kommt schon. Enttäuscht mich nicht. So, naja, egal. Mir soll es recht sein. Wir haben ein Feuerzeug jetzt dabei. Ja, gut. Oh mein Gott, seid ihr behindert oder was, ey? Ja, nö, ist nicht. Ich glaube, ihr habt sie nicht mal, ey. Fickt euch. Ihr dumme, komische Frösche wieder. Ich verfacke gleich erstmal alles ab. Lighter. Den habe ich hier. Lighter. Equip use. Und dann fackeln wir das Ding mal nieder da drüben. Dass das nicht mehr hier blockiert ist. Geht doch. Okay, ich bin nochmal reingerannt, weil ich bin jetzt so extrem intelligent, wie jeder weiß. So, jetzt kommen die Quarkviecher nochmal. So, erstmal du. Du, erstmal du. So. Nummer 1. Nummer 2 kommt jetzt. Nummer 2. 2. In der Quark. In der Hoffnung. Quark. In der Quark. In der... Ich weiß, wofür es hier Zeit ist. Erstmal für eine Spritze. Okay. Denn auch Spritzen. Oh yeah, die tut so gut. Oh yeah. Okay, Mann. So, okay, jetzt reicht's aber auch. So, ach komm, pack die Schrotflinte in den dritten Slot rein, so. You shotgun cannot be doed with a mobile phone. Oh, ist aber schade. So, wollen wir die Schrotflinte ausprobieren oder was? Einmal können wir mal machen. Okay. Okay, alles klar, das Ding hat Bums. Und... Schöner Schrotflinte, man kann jede Patrone einzeln nachladen. Sehr, sehr geil. Heißt, wir müssen uns so welche Magazinkonflikte keine Sorgen machen. Das ist sehr cool an der Schrotflinte. Das ist allgemein an Schrotflinte, was sehr, sehr praktisch ist, dass man wirklich jede Patrone einzeln nachladen kann. Auch wenn ich selber kein Waffenexperte bin, aber ich würde es für sehr, sehr praktisch halten, wenn dem so wäre. Gut, gehen wir mal hier rein. Schauen, was es für uns hier gibt. Ein Schlüssel. Sewer Key. Wozu wir auch immer den brauchen, irgendwo werden wir den ja gut brauchen können. Würde ich mal sagen. Ja, dieser Raum ist jetzt ausnahmsweise mal nicht mehr mit Monstern gefüllt. The door is locked, wir haben den Schlüssel. Benutzt, Tür auf. Yes! So geht das. Und weiter geht's. Gut, wieso musst du jetzt nochmal eine extra Tür aufmachen? Check ich nicht. Ist einfach so. Check ich nicht. Aber ist einfach so. Check ich nicht. Aber ist so. Check ich nicht. Aber ist so. Gut. Ja, bis jetzt geht Cryo 4. Zurzeit ist es nicht mehr. Ganz so schlimm, so halt ich es aus. Und diese komischen Geistermädels kommen auch nicht mehr. Also das war echt der Hammer. Guck. Ja, wagen wir... Okay, wir wagen es noch weiter. Ich habe mich noch keinmal richtig bepisst vor Schrecken. Bin ich irgendwie so Masochist? Irgendwie so ein geistlicher Masochist, der voll auf geistlichen Schmerz steht oder so? Wie nennt man das? Gibt es dafür ein Fachwort? Ich weiß es nicht. Ich nehme Schrotflinte, ja, die ist viel zu hell. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall voll an der Klatsche, dass ich mich hier drauf einlasse. Dass ich jetzt noch weiter spiele. Ich hätte aufhören können hier. Hey! What the fuck are you doing? Not you again. Not you again. Wow! Was soll ich dir? Ist das jetzt die Kiosk-Talk? Hallo, Mr. Mace, Typi, kannst du kloppen? Ja, kannst du. Okay. 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 Weißt du was? Du gehst mir voll auf die Eier. Ich lade einmal kurz nach und du hast auch mich zu kloppen zu wollen. Ich klopp dich dafür zurück. Weißt du, ganz einfach ist das. Ich klopp dich und du kloppst mich. Klopp. Klopp. In der 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 Klopp.
In den Klopp. In den Klopp. In den Klopp. In den Klopp. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir benutzen die Dinger hier mal. Und wir machen irgendwas Böses mit dir. Was auch immer ich da gemacht habe, es war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hallo? Kannst du, bringt das was? Oder was meinst du? Ne, die Dinger drehen sich wieder zurück. Hier, klopf ihn mal. Ich muss, vielleicht muss ich ihn ja betäuben. Das kann ja sein, dass ich an der richtigen Stelle betäuben muss. Wieso hast du eigentlich einen Schlüssel in den Kopf? Oh mein Gott, eine Key, ne? Wieso ist der Sucht eigentlich immer so süchtig? Wo ist er eigentlich rausgegangen? Er hat sich irgendwie in der Wand verpisst oder so. Ich weiß es nicht. Ja, also so kann ich ihn keinen Schaden machen. Das ist schon mal klar. Okay. Ich drehe das Ding mal. Okay, the power is charging. I better get somewhere safe. Yeah! Du hast voll gebritzelt, du Arsch, ey. Na, was sagst du dazu? Wichser. So. Greg, Greg. So. Dummes Viech, ey. Ich hasse dich, ey. Wieso bist du so hässlich? Nee, ich bin hässlich. Hallo, komm her. Hierher. Hierher. Hallo. Ja, fick dich. Ja, das ist aber echt scheiße von dir, denkt er sich gerade. Also, in meiner Zeit, als ich noch richtiger Zombie war, als ich noch meine Augen hatte, da war das eh noch alles ganz anders gewesen. Da hat er mich nicht einmal mit komischen Stromdingern attackiert. Da hat die nochmal Streit gehabt und ich war sehr, sehr glücklich damit. Du mal Assi, ich hasse dich. Okay, das ist nicht gut. Gib ich ja gerne zu. Er ist auf dem Weg zu mir. Fick dich! Assi, ey.